Tag 5 stand an und für uns ging es Richtung Dolomiten. Aber erst einmal vom Monte Bondone Richtung Trient und weiter auf der SS12 Richtung St. Michael an der Etsch. Im weiteren Verlauf gelangten wir nach Markreit an der Weinstraße und weiter nach Kurthatsch. Von Kurthatsch ging es für uns bei bester Wetterlage und super Aussicht Richtung Tramin. Von Tramin rollten wir weiter Richtung Auer. Ab hier ging es aufwärts. Über die SP72 gelangten wir recht schnell Richtung Aldein. Kurz nach Aldein machten wir einen kleinen Fotostopp, ehe wir unsere Fahrt fortsetzten Richtung Deutschenhofen.
Kurz nach Deutschenhofen machten wir nochmal einen kurzen Fotostopp, ehe wir unsere Fahrt fortsetzten Richtung Passo Lavazza. Auch hier gab es natürlich das obligatorische Passbild. Auch hier noch ein paar Bilder fürs Fotoalbum, ehe wir unsere Fahrt fortsetzten Richtung Jochgrimpass. Der Jochgrimpass, der am Passo Lavazza abzweigt, ist zwar eine Sackgasse, aber man hat einen tollen Ausblick. Hier bogen wir ab Richtung Pampeago. Auf teils kurviger Straße und durch ein paar Tunnels erreichten wir den Ort. Da ging es aber für uns nicht weiter. Am Rückweg gab es mal wieder eine kurze Fehlleitung des Navis, aber anscheinend waren wir nicht die Einzigen. Wo man hochfährt, muss man natürlich auch wieder runter.
Über kurvige Strecken machten wir uns zurück auf den Weg an den Monte Bondone. Kurz vor dem Hotel trennten sich unsere Wege. Die einen machten es sich gemütlich mit einem Aperol im hoteleigenen Pool mit super Aussicht und wir machten uns auf den Weg, die Hochebene des Monte Bondone zu erkunden. Bei bestem Wetter und toller Sicht wurden wir belohnt mit einem Ausblick auf die Brenta-Dolomiten. Zurück im Hotel ließen wir den Abend gemütlich ausklingen und genossen ein letztes Mal den tollen Ausblick auf Trient.